Herzlich willkommen zu dem Vortrag, den ich hier machen darf, Linux Client Management. Mein Name ist Tilman Kranz von der Firma B1 Systems GmbH. Ich freue mich über Ihr Kommen, über das rege Interesse, was ich auch schon im Vorfeld erfahren habe. Wir danken der Kilux für die Einladung, wie immer. Und es ist mir eine große Ehre. Und ich hoffe, es wird interessant. Ich werde diesen Vortrag so wie folgt aufbauen, so ein bisschen klassisch über uns, über mich. Wer hält den überhaupt? Über das Thema, über die Motivation. Was bedeutet das und warum möchte man sowas haben? Dann ein bisschen reingehen in die Thematik, abstrakte und dann immer konkretere Probleme vorstellen, die man damit lösen will oder die man vielleicht auch bekommt, wenn man Client Management betreibt. Dann freue ich mich, auch unsere Lösung von der B1 Systems vorstellen zu können. Und zwar die B1 LCM, Linux Client Management Lösung. Und das werde ich so tun, dass ich die mit Screenshots zeige. Jeder ist eingeladen, wir haben einen Stand hier. Da gibt es dann auf Zuruf quasi auch mal eine Live-Demo. Aber das wollte ich jetzt in diesem Vortrag nicht machen, weil das ist tatsächlich ein Haufen, was wir da zu besprechen haben. Und da wollte ich das Risiko nicht eingehen, noch eine Live-Demo über Kreuz laufen zu haben. Da bitte ich um Nachsicht, aber die kann jederzeit am Stand nachgeholt werden. Ich habe das Ding dabei. Es gibt dann tatsächlich ein Spezialthema, das liegt mir, das liegt uns ganz besonders am Herzen. Das erlebt man nämlich dann in diesen Client-Management-Lösungen. Das ist die Open-Source-Supply-Chain-Frage. Das ist für mich tatsächlich ein Thema von großer, ich möchte mal sagen, auch Brisanz, Aktualität, Delikatesse. Da wird tatsächlich auch ein eigener Abschnitt gegen Ende drüber kommen, um auch mal, wie der gesamte Vortrag eigentlich von der Stoßrichtung dafür ist, Bewusstsein zu schaffen. Es gibt sowas, es gibt Leute, die wollen sowas. Und dann eben auch, Stichwort Supply Chain, da ergeben sich unerwartete Probleme, die man vielleicht als Heimanwender nicht unbedingt erlebt oder die einem da nicht so bewusst sind. Da geht es mir auch darum, Bewusstsein dafür zu schaffen. Und ein paar Fragen werde ich vielleicht sogar in den Raum stellen, die sind dann zur Diskussion. Ich möchte es vom Timing her so haben, dass wir tatsächlich hier auch für Fragen und Antworten am Ende nach meinem Vortrag dann auch genug Zeit haben. Nochmal da natürlich auch der Verweis, wir sind hier mit einem Stand präsent, ich bin heute und morgen auch da. Und da gibt es dann natürlich auch nochmal die Gelegenheit. Ja. Vielleicht kurz zu uns, wer uns nicht kennt. Die B1 Systems seit 2004 ein Consulting-, Support- und Trainingsunternehmen. Inzwischen mit über 150, 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mit Sitz in Vohburg, das ist in Bayern in der Nähe von Ingolstadt. Wir haben als Schwerpunkt Linux und Open Source. Deswegen haben wir auch einen Pinguin im Logo. Und wir sind national und international tätig für Firmen und Behörden aller Größenordnungen. Und wir machen Beratung, Consulting, Support, Training, da den ganzen Stack. Managed Services ist tatsächlich etwas, wo es jetzt hier thematisch bei uns reingeht. Wir werden da quasi im Managed Service Themenbereich von uns unter anderem. Werden wir noch sehen, wie wir das da auch vom Produkt her gestaltet haben. Lösungen und Entwicklung, das heißt also, wir machen auch ganz viel Customizing. Wir machen die Anpassungen, die vielleicht nicht ganz trivial sind. Wir machen sie gerne, haben viel Erfahrung damit. Ja, und wir haben Standorte in Deutschland, wir arbeiten aus dem Homeoffice und Onsite. Wir haben so eine Karte von unseren Mitarbeitern, da sind ganz viele Pinguine drauf auf der ganzen Deutschlandkarte. Und so gehen wir das an. Und tatsächlich ist es so, dass wir bei unseren Schwerpunkten schon, dass sich da schon sowas herausbildet. Und zwar in diesem Zyklus, den wir hier aufgezeichnet haben, haben wir so, das greift alles ineinander. Also wir haben Development, wir haben dann eben das Client, das Display und das Server-Management, klassische Server-Management-System betreuen wir natürlich auch zusammen mit unseren Partnern, weil wir auch da ganz viele Partnerschaften mit wichtigen Distributoren aufgebaut haben, können wir auch da liefern.
Da möchte ich jetzt mal ein bisschen auch den Schwerpunkt herausdeuten im Sinne dieses Vortrags. Und dann Container-Virtualisierung, Config-Management, das ist auch ein ganz großes Thema beim Client-Management. Wie gesagt, Systemmanagement, Identity und Access Management werden wir sehen, dass das tatsächlich eine große Rolle spielt bei einem gemanagten Client. Und CI/CD ist tatsächlich auch etwas, was wir sehr stark zum Tragen bringen. Das heißt, unser ganzes Spektrum von den Dingen, die wir machen, das freut mich so, läuft auch in diesem Linux Client Management irgendwie wieder zusammen. Man merkt daran auch, dass Client Management vielleicht technologisch auch eine sehr, eine nicht zu unterschätzen komplexe Herausforderung ist. Ja, und bei unseren Kunden, da könnte ich jetzt natürlich auch ganz mögliche, das Referenzkunden aufzählen soll es hier nicht sein, sondern mir geht es darum, aller Größenordnungen und Branchen und behördliche Kunden bedienen wir sehr gerne. Das sind dann auch die Interessenten. Und wir begegnen dort stark angepassten und hybriden Umgebungen. Mit Hybrid meine ich halt mehr als ein Betriebssystem. Zum Teil nicht triviale Zugangskonzepte, das ist genau das, was ich sagen will. Identity und Access Management und Client Management sind geradezu untrennbar miteinander verbunden. Linux Client Management, was ist das und warum will man das vielleicht haben? Und dazu vielleicht mal zur Begrifflichkeit, bevor ich jetzt hier die Stichworte aufzähle. Wir haben das Linux Client Management genannt, weil Sie kennen die, viele Anwesende kennen sicher die Systemmanagement-Tools. Da gibt es für die verschiedenen Betriebssysteme so Platzhirsche, die man immer wieder hört. Und die sind im Linux-Bereich doch sehr serverzentrisch, möchte ich mal sagen, vorsichtig sagen. Also für Serverfarmen durchaus geeignet, auch multidistributionsgeeignet, absolut. Werden da auch viel und gerne benutzt, gehören bei vielen zum Pflichtprogramm und sind absoluter Standard. Das funktioniert auch alles sehr gut für Server und mit Client meine ich zum Beispiel sowas, was ich hier habe. Ein mobiles Endgerät. Also, und dann natürlich mit Linux drauf, das ist es halt. Tatsächlich ist halt der Client zum Beispiel, zeichnet der sich technisch durch etwas aus, dass er nicht eine permanente Anbindung an das Infrastrukturnetzwerk hat. Dass man ihn zum Beispiel mal unter den Arm nehmen und mit ins Homeoffice nehmen kann oder gar mit in völlig externe Netze. Das ist etwas, was ein Server so nicht erlebt. Dass ein Client auch ein bisschen einen anderen Lifecycle hat, weil der kann zum Beispiel verloren gehen. Ja, den kann ich jetzt hier vielleicht im ICE liegen lassen. Er hat andere Herausforderungen und selbstverständlich auch ein massiver Unterschied zu den klassischen Serversystemen. Er hat einen grafischen Desktop und ich benutze da wahrscheinlich irgendwie eine Maus, um drauf rumzuklicken und GUI-Anwendungen zu starten. Auch ist es so, dass im Gegensatz zu vielen Serverumgebungen hier dann sehr stark ein User diesen Client benutzt, aber jeder User hat seinen eigenen. Das ist auch eine andere Form der Nutzung dieser Rechner. Und das soll dieses Wort Client jetzt auch mal als Abgrenzung zum Server eigentlich aussagen. Deswegen kommt das Wort da überhaupt drin vor. Das war jetzt vielleicht mal einfach mal so eine Vorabbemerkung zur Begrifflichkeit. Und dann, warum möchte man vielleicht gemanagte Clients haben? Nun, da muss man sagen, kommen halt die üblichen unternehmerischen betrieblichen Herausforderungen und Compliance-Anforderungen genauso zum Tragen, wie sie beim Rest des Equipments, auch bei den Servern und bei allem anderen Equipment auch, zum Tragen kommen. Also vor allem in betrieblichen Umgebungen gibt es die Anforderung, Hardware insofern zu standardisieren, weil eben nur bestimmte Hardware beschafft werden kann. Man ist da eingeschränkt oder man will die standardisiert haben, um Support-Vorgänge zu vereinheitlichen und zu dekomplizieren. Dann muss das alles strukturiert werden. Man will strukturierte IT betreiben. Das heißt also, man will einen Überblick darüber haben, was sich überhaupt im Netz befindet. Eingänge müssen als Änderung verzeichnet werden. Zuordnungen, wer hat was, muss verzeichnet werden. Insofern gibt es hier sowohl Change-Management-Prozesse zu beachten, als auch die betrieblichen Anforderungen. Es muss eine Inventarisierung möglich sein.
Und mit Lifecycle, mit dem Lebenszyklus, ist eben genau dieses In-Erscheinen-Treten eines solchen Gerätes im Unternehmen gemeint, sowie dessen Verwendung, sowie dessen vielleicht Neuverwendung für einen anderen Zweck, sowie abschließend dessen Dekommissionierung. Das ist dann das Ende des Lifecycles. Und es muss ein System geben oder soll ein System geben, das diese Änderungen auch mitverfolgt. Ja, und das klingt dann schon sehr ähnlich wie das, was man in den Server-Management-Betriebssystemen eigentlich kennt. Dort wird ja auch von solchen Systemen gesprochen. Nur eben diesmal mit den von mir eingangs beschriebenen Twists, wie sich nämlich zum Beispiel so ein Laptop bewegt. Gibt übrigens noch andere Formen von Clients, absolut, wie zum Beispiel diese virtuellen Desktop-Appliances. Auch die kann man durchaus als Client sehen und unsere Lösung ist nicht auf Laptops beschränkt. Ja, deswegen haben wir auch nicht Linux Laptop Management, sondern Linux Client Management dazu gesagt. Dann IT Security, natürlich das heiße Thema in der IT dieser Zeit. Und hier kommen ganz viele Vorgaben raus, es werden immer mehr, zu Recht. Und dann gibt es so Sachen einzuhalten wie Härtungskataloge für solche Geräte. Wer sorgt dafür, dass die eingehalten werden? Wie überprüft man, dass die eingehalten werden? Wie wendet man die überhaupt auf die Geräte systematisch an? Wer macht das alles? Wäre es nicht schön, wenn man das automatisieren könnte? Und wenn man auch die Berichterstattung darüber auch hätte? Da also diese Compliance-Aufgaben. Und dann auch stark Zugriffsschutzkonzept, also zum Beispiel die Ansage, wir wollen ab jetzt Multifaktor-Anmeldung für alle unsere Geräte, auch für die Linux-Laptops. Wie konfigurieren wir das zentral, wie integrieren wir das mit unserem Identity-Management und wie setzen wir durch, dass das aktiv ist und wie prüfen wir, dass das aktiv ist. Aber es sind nicht nur die Unternehmen und deren Verwaltungen und Compliance-Abteilungen, die da die Laptops mit solchen Herausforderungen traktieren, nee, sondern ich könnte mir auch mal aus User-Sicht vorstellen, dass es den Usern auch sehr gut bekäme, sehr gut gefallen würde, wenn sie sagen, wenn ich so einen Linux-Laptop haben will oder haben kann, dann sollte der doch so weit wie möglich vorkonfiguriert sein mit der Software und der Konfiguration, wie sie mein Unternehmen erfordert, damit ich in meinen Teams mitarbeiten kann. Kann sich das nicht einfach automatisch konfigurieren und wenn es mal Config-Änderungen gibt, kann sich das nicht einfach automatisch auf Stand bringen. Das heißt also, es ist auch auf jeden Fall attraktiv für Benutzerinnen und Benutzer aus Gründen und ermöglicht sogar zum Teil Sachen, die heutzutage auch sehr attraktiv sind oder geworden sind, wie zum Beispiel Arbeit aus dem Homeoffice, aber eben trotzdem unter den vorab genannten strikten Auflagen von so einer Unternehmenspolitik und so einer Sicherheitspolicy. Interessanter Konflikt, der sich da, Konflikt, eigentlich ein Interessenskonflikt, nämlich die lokalen Admin-Berechtigungen unter Linux, die Root-Rechte genannt. Nämlich Root, das wissen wir, wenn wir Linux machen, ist einer, der sehr viele lokale Konfigurationen hebeln kann. Da kann man sehr viele Sicherheitsmaßnahmen in so einen Laptop einbauen. Wenn einer Root drauf hat, könnte er die alle wieder abschalten. Wie wird man mit der Sache fertig? Ja, ich meine, ich mache Linux jetzt nicht erst seit gestern. Ich habe auch gern Root auf meinen Maschinen. Kann man auch diese Bedürfnisse bedienen? Geht das? Und dann sage ich, das ist ein interessantes Spannungsfeld und ich würde sagen, unterm Strich ja, das ist lösbar, sagt mir die Erfahrung. Das sind dann so Erfahrungen und die Methoden dafür, die man dann sammelt, wenn man eben versucht, das miteinander zu vereinen. Nämlich die Ansprüche von Power-Usern, von Entwicklern, die gerne Root haben, sowie eben all diesen Anforderungen aus Konfigurations- und Client-Management und IT-Security. Ja, und damit kommen wir dann eben in diese verschiedenen Spannungsfelder, die man da erlebt, wenn man so ein Client-Management denn nun wirklich baut, konfiguriert, auch leben lässt und damit eben in die Betriebsphase geht und da den Kunden, mit den Kunden zusammen durch diese Betriebsphase geht, dann erlebt man genau diese Spannungsfelder. Man will einerseits etwas, was konform ist, das war ja gerade meine Definition von so einem gemanagten Client, aber er soll auch flexibel sein. Soll vielleicht für verschiedene Szenarien einsetzbar sein, soll im Homeoffice funktionieren. Er soll sicher sein, das ist genau dieser Widerspruch, Root-Rechte, Pro und Contra.
Ich will aber auch Usability, ich will arbeiten können, ich will selber Pakete installieren können, ich will das eigentlich das Linux, wofür ich es auch schätze, das will ich ja auch haben. Ja, das ist ein Spannungsfeld. Und dann haben wir halt auch Herausforderungen mit dieser Anforderung, gibt es eine konforme Hardware? Da freue ich mich darüber, dass es inzwischen immer mehr, sagen wir mal, Linux-zertifizierte Laptops gibt. Das ist etwas, was uns dabei hilft, tatsächlich wirklich konforme Clients zu erzeugen, wo wir dann tatsächlich auch auf der Hardware-Ebene uns dagegen absichern können und sagen, gut, kauft halt diese Hardware, dann seid ihr alles bis Oberkante der Hardware schon mal vom Hersteller ausgestattet mit der Zusage, ja, funktioniert mit Linux. Das ist dabei sehr hilfreich. Wobei man halt sagen muss, dass da bei weitem nicht alle Hersteller genannt werden können und auch die, die genannt werden können, für bei weitem nicht alle ihre Modelle. Und zwar ist es halt so, da möchte ich jetzt überhaupt keine Namen nennen, dass auch diese Zertifizierungsprogramme für Linux-Laptops manchmal auch ein bisschen holprig sind. Ich habe mir aber sagen lassen, dass das in anderen Betriebssystemen, in anderen Systemumfeldern durchaus auch mal passieren kann. Aber generell ist es halt schon traurig, dass immer noch so ist, dass bei weitem nicht alle Systeme so selbstverständlich Linux unterstützen, wie das vielleicht für andere Betriebssysteme der Fall sein mag. Aber es wird besser und wir können agieren. Software Supply Chain ist allgemein ein Problem, ja, ist eine Herausforderung, aus vielen Komponenten zusammengesetzte, mit vielen Abhängigkeiten zusammengesetzte Software ist immer eine Herausforderung. Speziell natürlich Open Source Software Supply Chain ist jetzt, wird viel diskutiert, wir erleben es konkret. Ich werde am Ende dieses Vortrags im letzten Abschnitt tatsächlich ein paar konkrete Probleme benennen. Wir nähern uns dann diesem Linux-Client-Management wie folgt. Als erstes mal tatsächlich, wenn es hier um Hardware geht, wenn es nicht um virtuelle Appliances geht, wenn wir hier von Laptops reden, dann raten wir dringend dazu zu sagen, es soll eine bestimmte, wohl definierte und nicht zu große Auswahl von Hardware-Modellen zum Einsatz kommen, damit das Ganze supportfähig bleibt. Das ist ganz wichtig. Und da schreibe ich von zertifizierter Hardware. Ja, das heißt also, der Hersteller gibt die Zertifizierung und wenn er das nicht tut, dann ist es auch unsere Aufgabe, die Hardware zu zertifizieren. Beziehungsweise das, wo der Hersteller sagt, hier endet unser Support, you're on your own. Wenn ihr noch mehr darüber hinausgehendes installiert, auch dann sind wir gefordert und dann leisten auch wir tatsächlich Zertifizierung von Hardware für unsere Lösung. Und das ist dann ein Prozess. Da wird dann eine Hardware hingestellt und dann wird die durchgetestet, dass die alles erfüllt und dann wird tatsächlich offiziell mitgeteilt, ja, diese Hardware erfüllt das, die funktioniert mit der Lösung und dann ist die von uns zertifiziert worden. Das macht man dann auch. Stichwort hier moderne Software Development und Infrastructure as Code, CI/CD, das bringen wir alles zum Einsatz, das hilft uns sehr, das hat sich sehr bewährt, insbesondere das Vorgehen in Stages lässt sich damit prima abbilden. Man will gerade in größeren Umgebungen die Sachen staffeln. Wenn man jetzt gemanagte Linux-Clients hat, wenn man jetzt seine konformen Clients ausgebreitet hat und daran jetzt was ändert, dann will man auch eine Test- und eine Kontrollgruppe bestoptimalerweise haben, wo man sagt, wenn ich jetzt was dran ändere, muss ich diese Änderung erst bewähren und wenn sie sich dann bewährt hat, dann wandert sie nach vorne in die nächste Phase der Produktion und breitet sich dort aus. Diese Form der Qualitätssicherung, nämlich dieses Staging, das bringen wir auch bei LCM zum Einsatz. Tatsächlich würde ich so weit gehen zu sagen, dass wir GitOps machen. Das heißt also, wir haben den Weg genommen, dass wir möglichst alles deskriptiv haben wollen und alles ist unter Revisionskontrolle und ich bin bereit, mich hier auf Git als RCS, als Revisionskontrollsystem festzulegen. Bei uns liegt, soweit es irgend geht, alles, was die Lösung beschreibt und die Konfiguration
einer bestimmten Flotte von gemanagten Clients beschreibt, liegt in Git. Und es ist auch so, dass die Stages, die ich gerade gesagt habe, das ist jetzt nur mal so ein Beispiel, sagen wir mal, es gibt eine Developer Stage, dann gibt es eine Ausprobier-Test Stage, da muss es sich bewähren und dann geht es in eine Produktionsstage, bilden wir in Git so ab. Das bedeutet, dass genau dieses Staging, diese Übergänge, Git-Operationen entsprechen. Das heißt also, es gibt dann drei Branches. In diesem Fall könnte man die Development, Test und Production nennen und eine Übernahme von Test aus Production wäre halt ein Git-Merge. Nach diesen Vorbemerkungen nun mal einfach mal ein Screenshot und ich fange einfach mal mit Screenshots an. Also nochmal eine Live-Demo wird es bei uns am Stand einfach zu sehen geben. Auf Anfrage, bei Interesse einfach mal vorbeikommen. Ich habe mir erlaubt, mal zwei Screenshots zu machen. Und wer Foreman kennt, wer Satellite kennt, das sieht vertraut aus. Wir basieren unsere Lösung auf etablierter Open-Source-Software. Da gehört für uns der Foreman Catello Systemmanager dazu. Und hier sieht man einfach mal so eine Ansicht von so einem Demo-Client. Und das ist so eine normale Systemansicht. Host-Status ist okay, der Host ist in Sync. Das bedeutet, man kann hier tatsächlich sich auf so einem Backend, auf so einer Web-Oberfläche anmelden und sieht dann zum Beispiel so Sachen wie, ist die aktuelle Konfiguration mit dem gewählten Konfigurationsmanagementsystem, sei es Salt, Puppet, Ansible, da sind wir flexibel, ist die auf den Client übertragen worden, ist die aktuell genug, ist der Client konform, wenn ja, Haken dran, ist in Sync, wenn nicht, Problem, und zwar seit wann. Sowas ist praktisch, da kann man nämlich dann auch als Administrator der Lösung Aufschluss darüber erteilen, wie viele Clients konform sind und welches nicht sind und wenn ja, wie lang. Das ist schon mal eine sehr wichtige Kennzahl. Ja, und ansonsten sieht man hier auch schon einige Inventardaten. Da könnte man dann hier sich immer weiter runterdrillen. Da habe ich jetzt nicht unendlich viele Screenshots gemacht. Jetzt mal aus der anderen Sicht, das hier ist der Client. Das ist jetzt eigentlich einfach nur ein Ubuntu-Desktop mit einem bestimmten Wallpaper gesetzt. Und links ist ein GNOME-Desktop. Das ist ein Ubuntu-Linux, was wir hier sehen mit einem GNOME-Desktop. Das hier ist eine VM, deswegen die niedrige Auflösung habe ich einfach mal abkopiert. Ich zeige hier einfach, dass man jetzt hier auch die Pakete aus unserer Lösung holt. Das heißt also, die Pakete werden tatsächlich bezogen aus einem Paketspiegel, den wir in der Lösung drin unterhalten. Es ist nämlich so, dass auch die Software, die auf den Client ausgespielt wird, tatsächlich diesem Staging unterliegt. Das ist optional, aber tatsächlich ist es oft erforderlich, dass nämlich genau dieses Development, Test und Production Staging auch bedeutet, dass alle Pakete, die ich auf dem Client installieren kann, überhaupt erstmal durch Development und Test durchgegangen sein müssen, bevor man in der Produktion diese Updates überhaupt erlaubt. Nicht, dass sie da was kaputt machen, das will man nicht haben. Weil das wäre dann ein sehr multiplizierter Effekt von so einem Problem. Das bedeutet also, hier werden Pakete aus der eingebauten Mirror-Lösung installiert und hier unten sieht man einfach mal, ich hoffe, man kann es halbwegs erkennen, das hier ist ein User, der kommt aus tatsächlich hier aus einem LDAP angebundenen Verzeichnisdienst. Das ist ein LDAP-User mit Gruppen, Usern und Gruppen aus LDAP. Der Client hängt da drin. Interessanterweise auch aus dem Homeoffice. Können wir die Fragen am Ende machen? Ja, genau. Danke, danke. Vielen Dank. Aber ich lasse auf jeden Fall Zeit dafür. Danke sehr. Ja. Bei B1 LCM haben wir uns dazu entschlossen, natürlich, klar, gemäß unseren Grundsätzen komplett auf Free Libro Open Source Software zu setzen. Das heißt also, die Komponenten, die wir miteinander verbinden, sind unter anderem Foreman Catello, das war gerade der Server-Screenshot, den man gesehen hat, mit Anpassungen von uns. Beim Config-Management-System, ich habe schon die drei großen genannt, wenn es Foreman kann, können wir es auch. Ja, und wir setzen auch unterschiedliche ein, mit Erfolg. Gerne Salt im Laptop-Bereich hat sich tatsächlich Salt sehr bewährt.
Es performt hervorragend und es hat halt dieses Agentenprinzip, das heißt, das Abholen der Config erfolgt durch den Klienten. Wenn ein Laptop sich im Funkschatten befindet, wäre es ein Problem, wenn das Ausbringen der zentralen Konfiguration von der Infrastruktur her gepusht wird. Was ist, wenn der Laptop gerade im Funkschatten ist? Da ist es tatsächlich besser, so ein agentenbasiertes Config-Management-System zu verwenden. Und tatsächlich bezüglich Robustheit und auch Skalierungsfähigkeit hat sich Salt sehr bewährt. Aber nochmal, wenn es formen kann, können wir es auch. Und formen kann mindestens Puppet, Ansible und Salt. Damit integrieren wir gerne. Es gibt auch noch weitere Open-Source-Software. Der Repo-Mirror wird von der Open-Source-Software gemacht. Und unsere Integrationen, soweit sie erforderlich sind, da wird es dann sehr flexibel, unsere Lösungsmodule. Wir haben zum Beispiel auch ein Inventarisierungsmodul. Auch da setzen wir sehr gerne auf Open-Source-Software. Und auf Zuruf erweitern wir das Ganze auch. Wir setzen sehr stark auf Images. Das heißt, unsere Installation ist containerisiert. Das heißt, Installations- und Upgrade-Prozeduren erfolgen containerisiert. Das gibt uns eben diesen Vorteil. Installation und Upgrade als Container sind einfach ein bisschen handlicher, aber es gibt uns auch einen großen Vorteil, nämlich wir sind flexibler, auf was wir installieren können. Das heißt also, ich installiere die zentralen Systemdienste unserer Lösung mit Erfolg auf vielen verschiedenen Linux-Distributionen, weil es in Containern läuft und damit entkoppelt ist von der unterliegenden Installationsdistribution. Hier können wir uns den Kundenerfordernissen problemlos anpassen. Es gibt andere Lösungen. Unsere Lösung ist ganz besonders ausgelegt auf Anpassbarkeit, auf Flexibilität. Ich begreife uns manchmal wie so ein Oktopus, der mit sehr beweglichen Beinen in ganz vielen verschiedenen Bereichen drin ist, ja, sei es Identity und Access Management hier oder zentrale Dienste, andere zentrale Dienste dort. Und da ist der Hardware-Support und da ist der Service-Desk und überall muss LCM mit drin sein. Und es ist bei jedem unserer zum Teil sehr anspruchsvollen Kunden doch immer anders. Und insofern müssen auch wir flexibel sein. Unsere Lösung ist flexibel. Viele Module, die ich darstelle, sind optional. Es können auf Wunsch auch zusätzliche Module erstellt werden. Im Kern ist es so, dass wir sagen, wir machen containerisierte Continuous Deployment und alles liegt in Git. Und wir nehmen die Vorteile davon mit. Hier mal klarer, einfach nochmal, ich habe es glaube ich vorhin schon mal so mündlich angedeutet, nochmal klarer, was das für uns bedeutet. Und was wir für einen Vorteil haben, wenn wir alle Installationstemplates und die ständig auch weiter lebende Konfiguration von so einem Client in Git legen, aus Git-Aktionen entsprechen eben genau diese Übergänge im Staging in der Umgebung. Dann können Entwickler die Lösung auch mal verbasteln, aber wenn sie fertig sind, gehen sie zum Beispiel in die Stage-Test. Da muss es sich bewähren, da wird es dann konsequent durchgeprüft, nach Protokollen auch. Und dann erst, wenn es das überstanden hat, geht es in die Stage Prod. Und interessanterweise, das möchte ich hier an der Stelle dazu sagen, ist das für die Softwareverteilung genau dasselbe. Das heißt, man kann sich hier vorstellen, hier gibt es einen Stand Entwicklung, die allerneuesten verfügbaren Pakete, hier einen Stand Test, mit denen jetzt gerade getestet wird, und hier einen Stand Prod. Das ist das, was gerade in der Produktion ist. Und das stage dann genauso weiter, wie wir es in Git tun. Insgesamt möchten wir DevOps machen. DevOps in einem ganz bestimmten Sinn, nämlich, dass das Ganze unendlich so weitergeht und es auf jeden Fall eben ein Development gibt und eine Operations, wo dann tatsächlich eben in Produktion betrieben wird und es gibt dann einen Feedback. Prozess. Das heißt also, aus der Produktion wird dann notwendige Änderungen und Verbesserungsvorschläge eben übermittelt und hier dann mit den Mitteln von Git gebrancht und gemerged. Das heißt, hier auf der Entwicklerseite werden dann die Feature-Requests und notwendigen Verbesserungen aus der Produktion umgesetzt und dann gehen die in die Produktion
Und so lebt die Lösung immer weiter. Ja, wie gesagt, also unser tatsächlich, das sehe ich wirklich als ein ganz besonderes Merkmal von unserer Lösung, ist eben Integrations- und Anpassungsfähigkeit. Wir haben da schon einige, auch kernigere Probleme lösen dürfen. Beispielsweise, ich muss alle Serverdienste, das war der erste Screenshot, den ich gezeigt habe, solche administrativen Dienste müssen aus einem Identity Management System kommen. Okay, ist Standard. Ich muss vielleicht mit auch vielleicht nicht trivialen Bereitstellungsverfahren, Bereitstellungsumgebungen des Kunden umgehen können. Hier helfen uns natürlich die Anpassungsfähigkeit der zugrunde liegenden Systemdienste, die wir da verwenden. Aber man erlebt dann eben so Sachen wie der Umgang mit DHCP und DNS ist nicht selbstverständlich. Man muss vielleicht auch Kompromisse machen oder vielleicht auch besondere Lösungen für Linux finden. Und das tun wir. Wir müssen vielleicht den Übergang dieser Lifecycle-Events, Lifecycle, ich erinnere daran, bedeutet, ein neuer Client wird angelegt, ein Client befindet sich in der Produktion, ein Client wird abschließend aus dem System entfernt. Das wären mal so drei absolut prinzipielle Lifecycle-Phasen. Und da gibt es dann eben gewisse Ereignisse, wenn so ein Lifecycle-Abschnitt überschritten wird. Da sollen vielleicht bestimmte Prozeduren ausgelöst werden. Ich mache es mal konkret, wenn ich einen neuen Rechner anlege, soll der vielleicht gleich in den Domänendienst des Kunden gejoint werden. Und dann kann man das damit erledigen. Aber es gibt eben auch noch viele andere denkbare Prozeduren, die an der Stelle stattfinden und die sind tatsächlich bei jedem Kunden ein bisschen anders. Ja, und auf dem Client dann dementsprechend auch zentrales Identity Management. Wie gesagt, ja, da gibt es so ein paar, die man immer wieder genannt bekommt, klar. Aber jetzt auch Emerging, jetzt wird jetzt spannend, tatsächlich auch aus IDPs, also aus webbasierten Föderationsprotokollen, den Login dieses Rechners hier zu beziehen und da alle Identitätsdaten herauszubeziehen. Das ist jetzt was groß im Kommen ist. Und dann eben alles, was es so auf dem Client zu tun gibt, Stichwort Linux, sei es angepasste Basisinstallationsskripten, ich muss ganz bestimmte Dinge tun, um den Client initial hochzuziehen, Systemd, Units, irgendwelche Skripte für angepasstes spezielles Tooling und ganz viel Desktop-Anpassung. Ich habe einen Screenshot vom Client gezeigt mit GNOME. Das ist tatsächlich es gibt da verschiedene Meinungen, das weiß ich, aber eins kann ich sagen, GNOME ist ein sehr stark automatisierbarer und anpassbarer Desktop. Das haben wir dabei auch erleben dürfen. KDE übrigens auch. Und dann, wie gesagt, optionale Module. Eins, was nachdem ziemlich schnell gefragt wird, ist eben dieses Software-Staging. Dafür braucht man dann Spiegelserver, in denen man auch Kontrolle darüber hat, dass solche Snapshots von bestimmten Versionszuständen von allen möglichen Upstream-Quellen tatsächlich auch Dev-Test-Prod gestaged werden können. Ich habe von Inventarisierung gesprochen, das ist ein bisschen was anderes als jetzt reines Lifecycle-Management. Inventarisierung bedeutet, einen richtigen Katalog aufzubauen über die Clients mit ganz viel Detailinformationen und da auch zu erfassen, was ist auf denen installiert, in welcher Version, damit man da so einen richtigen Katalog drüber hat, welche User melden sich darauf an, diese ganzen Informationen, das können wir gerne als Modul bereitstellen. Da haben wir sehr positive Erfahrungen mit OCS Inventory gemacht. Ein Self-Monitoring mit Prometheus Grafana oder aber auch allgemein so eine Kennzahlenanalyse on-board mit Prometheus Grafana ist auch tatsächlich erfolgreich machbar. Und generell gilt, wenn man noch andere Server bei den Services, bei den zentralen Systemdiensten braucht, sind es halt einfach mehr Container. Und bei den Clients müssen wir uns auch gar nicht auf Laptops beschränken. Wir managen damit auch erfolgreich Workstations und virtuelle Appliances. Also das Wort Client ist jetzt nicht nur ein Laptop. Ja, das braucht man jetzt nicht so zu sehen. Und da natürlich auch gemischt
in derselben Umgebung. Das ist dann auch sehr interessant, da bekommt man halt so ein richtiges Linux-Client-Management. Installationsmethoden gibt es da dann eben verschiedene. Da kann nicht überall derselbe Weg gegangen werden, einfach weil es auch die Umgebungen, in denen wir uns bewegen, zwar nicht unbedingt so vorsehen. Sehr angenehm ist immer, wenn es direkt in der Infrastruktur über PXI und TFTP geht, aber was ist, wenn das nicht der Installationsort des Clients sein soll? Was ist, wenn ich hier auf der Kilux bin und mir trotzdem einen Client installieren möchte? Dann haben wir halt auch angepasste Bootmedien, von denen wir starten können, und dann installiert er sich daraus. Und tatsächlich ist es so, dass wir aus Gründen der Automatisierung und der Anpassung von Desktops besonders viele Erfahrungen aufgebaut haben mit GNOME und KDE, weil das da sehr gut machbar ist. Stichwort Installation aus externen Standorten und Betrieb an externen Standorten. Ein zentrales Konzept, das wir da zum Einsatz bringen, ist, das ist so ein Always-on-VPN, ist glaube ich so ein geflügeltes Wort, also ein VPN, das quasi unterliegend läuft. Das läuft einfach. Der User, die Benutzerin muss nichts dafür tun. Und das unterhält sich gegebenenfalls mit den Systemdiensten. Und das kann so weit gehen, dass sogar eine Installation des Clients durch Aufbau so eines VPNs möglich ist. Und hier kommt ein interessanter Aspekt rein, nämlich Trusted Platform Module, TPM, als Key Store für die Schlüssel, für den Zugang für so ein Always-on-VPN ist auch etwas, was wir da mit Erfolg machen. Und das führt uns natürlich in die günstige Lage, dass wir jetzt sagen können, dass die Zugangsdaten zu diesem doch sehr kritischen Systemdienste-VPN tatsächlich an die Hardware gebunden sind, optimalerweise. Wenn das TPM so funktioniert, wie es gedacht ist, ist das nämlich Trusted Hardware oder Device-Based Trust, nämlich genau das, was man damit etablieren kann. Und hier, das ist das, was ich dann gerne mal in der Live-Demo zeigen kann und was ich auch auf den Screenshots angedeutet habe. Hier wäre das jetzt zum Beispiel so, dass hier auch über dieses Always-on-VPN in einen Identitätsdienst, in einen so einen Directory-Server abgebogen wird. Das heißt also, dadurch, dass ich den Client einschalte, baut er mit TPM sein VPN auf und dann hat er nicht nur Config-Management aus unseren Systemdiensten, sondern auch User aus LDAP. Das ist so eine Live-Demo, die kann ich jederzeit zeigen. Hier sind natürlich auch deutlich kompliziertere Integrationen und andere Integrationen denkbar. Das bitte ich hier an der Stelle als beispielhaft zu verstehen. Da gibt es auch Umgebungen, da kann man hier ein bisschen kompliziertere Diagramme zeichnen. Aber das ist so ein Grundprinzip und ein Always-on-VPN ist, wenn man einen Client im Homeoffice oder an flexiblen Standorten haben will, immer eine gute Sache. Ja, und dann... Das ist jetzt so einfach, ich rassle da jetzt ein paar so Lösungsmodule runter. Ja, zum Beispiel Benutzerberechtigungen abbilden, weil wir haben jetzt schon Identitäten abgebildet aus einem Verzeichnisdienst, aber auch bestimmte Benutzerberechtigungen, das ist eine Herausforderung. Dafür gibt es Lösungswege. Ja, ein beliebter Lösungsweg in manchen Identity-Management-Systemen ist da das Bilden von Kontrollgruppen. Ja, damit kann man arbeiten. Es gibt auch andere Möglichkeiten, aber diese Kontrollgruppen dann eben abzubilden auf bestimmte Linux-Berechtigungen ist etwas, was man dann machen muss und auch verwalten muss und darüber auch Rechenschaft ablegen muss und auch erkennen muss, was das bedeutet. Und dann jede Menge Vorbereitungen, Stichwort Usability des Clients für die Benutzerinnen und Benutzer, einfach sicherstellen, CAs, Browser, Netzwerkverbindungen, alles fertig vorbereiten. Haben wir jede Menge Know-how aufgebaut. Wie gesagt, die TPM-Automatisierung, vollautomatische TPM, also vollautomatische Installation mit Initialisierung des TPMs und Verwaltung der Secrets in TPM. Und wir durften auch, weil wir halt zum Teil auch sehr anspruchsvolle und vielseitige Umgebungen pflegen dürfen, Erfahrung aufbauen mit jeder Menge externen Systemen. Wo kommen die User her? Oder was soll ich denn eigentlich für ein VPN benutzen? Das mag vorgegeben sein. Ja, da haben wir uns auch viel mit beschäftigen dürfen. Ja, und damit denke ich mal, möchte ich dann auch diese etwas, ja, zugegeben etwas theoretische Vorstellung von unserem LCM jetzt erstmal abschließen. Aber das sind so die Probleme, die da auftreten und wo wir uns freuen, dass wir jede Menge Know-how
und Lösungen für aufgebaut haben, sehr erfolgreich. Mir liegt eines am Herzen und ich freue mich, dass ich das hier ansprechen darf. Und zwar, wenn man das nun macht, wenn man diesen Weg nun geht, dann wird man erleben, dass man im Bereich Linux und Open Source vermehrt auf Supply Chain Herausforderungen trifft. Und ich habe mal ein paar herausgedeutet. Das ist auch gerne zur Diskussion. Aber was wir zum Beispiel erleben ist, sagen wir hier unten, ist das gemanagte System, das ist der untere graue Bereich. Und dort geht es unterm Strich darum, Software aus externen Quellen in die Umgebung zu beziehen, einen Mirror dafür aufzubauen und die dort dann zur Anwendung zu bringen. Okay, wo kriege ich die Software her? Kriege ich die linke Spur aus meiner Distribution der Wahl? Und ich habe hier schon mal angedeutet, es gibt manche Distributionen, die basieren auf anderen Distributionen. Wer paketiert die Software dann wirklich? Der oben oder der unten? Ja, also kann man sich vielleicht denken, welche Linux-Distributionen da gemeint sind. Distributionen, die von anderen ableiten. Oder aber beziehe ich es direkt vom Hersteller, der bietet auch Pakete an. Jetzt habe ich schon drei zur Auswahl eigentlich. Oder drei, sagen wir mal, drei Sachen, wo Probleme auftreten können. Drei Stellen. Tatsächlich ist es so in unserer Erfahrung, also ich bevorzuge und ich denke mal, Systemmanager würden mir da nicht unbedingt widersprechen. Ich bevorzuge es, wenn es mit der Distribution mitkommt. Und tatsächlich würde ich so weit gehen, dass ich sagen würde, vielleicht sollten nicht alle Upstream-Projekte, die Open Source bereitstellen, so viel Aufwand darauf werfen, selber Distributionspakete zu bauen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, weil wir haben eher die Erfahrung, dass die dann nicht so gut integrieren mit dem ganzen Rest der Distribution, die wir einsetzen wollen. Natürlich verstehe ich, wenn die selber Pakete bauen, weil sie sagen, sonst bekommen wir unsere neuen Versionen nie in die Distribution rechtzeitig und es beschweren sich wieder alle bei uns über uralte Bugs. Diese Diskussionen kenne ich, aber so generell würde ich sagen, es wäre mir lieber, wenn Upstream-Projekte mit Distributionen reden und versuchen, diesen Missstand zu beheben, nämlich dass sie nicht schnell genug in die aktuellen Releases der Distributionen kommen. Zur Diskussion. Kommt noch. Also die Diskussion, da freue ich mich auch drauf. Ja, also. Aber jetzt ein heftiges Problem. Immer mehr, bald haben wir den Zustand erreicht, sage ich mal frech, dass jedes Softwareprojekt seinen eigenen Verteilmechanismus mitbringt. Egal, was ich installiere, es bringt dann so seinen Agenten mit und nennt es eine Modulbibliothek oder sonst irgendwas und ist aber sein eigener Store, am besten noch mit so einem wunderbaren Store-Frontend. Es hat sein eigenes Verteilsystem. Und ich habe ja gesagt, es ist ein Anspruch von solchen Managed Systems, dass sie die Kontrolle über die Softwareverteilung auch behalten. Und das bedeutet, alles muss irgendwie spiegelbar sein. Und da gibt es jetzt inzwischen Systeme, die sind weder offiziell spiegelbar, noch interessiert es die überhaupt, dass ich einen Spiegel von ihnen gemacht habe, weil sie sich selber mit einem Agenten auf den gemanagten Clients ausbreiten und dort dann jeweils ihre neueste aktuelle Version pushen. Und das ist dann das gesamte Staging der Softwareversion der installierten Pakete eben unterlaufen. Ich nenne das hier einen Staging-Bypass und das ist auch ein Bypass der Qualitätssicherung. Und das finden wir nicht gut. ja, wollte ich an der Stelle mal sagen und ich könnte auch da Namen nennen ohne Ende, aber man sieht doch vielleicht auch durch Beobachtung, der Trend geht dahin. Das ist, es kommt noch ein Resümee. Das bitte ich also zu beachten, dass man immer sehr vorsichtig sein muss, die Leute, die in der Situation sind. Auch darum eben mein Aufruf, mehr mit den Distributionen, mit den Distributoren zusammenzuarbeiten und vielleicht nicht unbedingt immer das Rad neu zu erfinden. So toll das auch sein mag, uns bereitet es tatsächlich Schwierigkeiten.
Tatsächlich führt es dann eben so weit, dass wenn dann irgendwann unendlich, also nicht, also sehr viele Stores im Einsatz sind, selbst wenn ich die spiegeln könnte, hätte ich ein Spiegelsystem, das immer mehr Formen von Artefakten spiegeln und verwalten können muss. Und es wird immer schwieriger, Aussagen darüber zu machen. Ich habe im Mirroring eine immer weiter anwachsende Komplexität. Und auch Widersprüche, widersprüchliche Situationen. Stichwort, ich kann vielleicht dieselbe Software auf mehreren Kanälen empfangen. Welches ist jetzt der richtige? Was muss ich einfrieren? Es wird immer schwieriger. Und hinzu kommen dann eben auf der Vorfolie gezeigte Staging-Verletzungen. Und dann werden wir durch diese, ich nenne es hier Store-Inflation, zunehmend unter Druck gesetzt. Und die Workarounds steigen und erzeugen auch Komplexität. Und das macht dann aber auch die ganze Umgebung weniger attraktiv. Und das heißt, und darauf möchte ich eigentlich auch hinweisen, so schön das ist, dass man seine eigenen Verteilwege gefunden hat, es gibt Umgebungen, in denen man genau durch sowas weniger attraktiv wird und nicht mehr. Ja, nach diesen Worten, die gerne auch absichtlich manchmal vielleicht ein bisschen provokant da sind. Also freue ich mich auch gerne auf eine Diskussion. Wie gesagt, bin heute und morgen sehr gerne dafür da und auch sonst sehr gerne. Würde ich gerne noch ein Fazit schließen. Mit noch so ein paar Beobachtungen. Und zwar, weil wir halt jetzt auch sehr viel damit gemacht haben, fand ich sehr interessant zu beobachten, da stehe ich auch dazu, dass es tatsächlich tendenziell deutlich aufwendiger ist, proprietäre und Closed-Source-Software zu integrieren, wenn man so eine Client-Management-Lösung strickt, als die Free Libre Open Source Software. Das geht so weit, dass einfach eine Lösung vielleicht in proprietärer Software überhaupt nicht geht oder Monate dauert, während man da irgendwie Ticket-Ping-Pong spielt, wohingegen man halt in Open Source und vor allem bei freier Lizenz eben auch freizügig selbst durchführbar vielleicht den Fehler schnell findet und auch beheben kann. Das ist wirklich so, das bestätige ich gerne. Und vielleicht noch eine Beobachtung, ich hatte ja von dieser standardisierten, zertifizierten Hardware gesprochen. Ja, die gibt es und ja, die hilft uns. Interessant ist dabei und so ein bisschen obskur ist dabei, was für Linux-Kernel man da zum Teil drauf laufen lassen muss, damit man dann diesen Support wirklich bekommt. Das nennt sich zum Teil OEM-Kernel. Und diese Kernel sind nicht die Kernel, die sich ein Privatanwender installieren würde. Zumindest nicht freiwillig. Die enthalten zum Teil obskure Patches, möchte ich mal sagen. Ja, das heißt also tatsächlich, um dann diese Supportfähigkeit einer solchen Hardware tatsächlich zu etablieren, sind zum Teil ein bisschen obskure OEM-Kernel einzusetzen, was mir persönlich ein gewisses Unbehagen verursacht und was dann gerade im Bereich Versionsmanagement und Staging auch tatsächlich wieder neue Herausforderungen stellt. Möchte ich an der Stelle nicht ungesagt lassen. Und ich weiß, Linux-Power-User haben gerne volle Kontrolle über ihren eigenen Desktop oder schätzen ein ganz bestimmtes Bedienmuster ganz besonders. Ich will an der Stelle wirklich mal eine Lanze brechen, auch für GNOME KDE und auch für die XDG und für das Free-Desktop-Projekt will ich wirklich jetzt auch mal machen, weil wir haben erlebt, dass die tatsächlich für viele Automatisierungsaufgaben wie mach mir das Wallpaper, vergib bestimmte Berechtigungen, was der Benutzer anklicken darf, ohne nach einem Passwort gefragt zu werden. Gib ihm die richtig vorbereitete Schnellstartleiste, so wie sie es haben möchten und so. Da haben die einfach Lösungen für. Und das hilft uns sehr. Allen auch Problemen und schwierigen Eigenschaften zum Trotz, die diese auch haben mögen. Und ja, hier, ich sage es wirklich einfach nochmal und hier jetzt auch mal konkret. Ja, das sind alles Sachen, die uns begegnen. Ja, wie viele Verteilsysteme noch? Ja, wie viele Paketmanager noch? Wie viele einzelne Bibliotheksmanagementsysteme noch? Wie viele irgendwie Container oder tu es mir irgendwie auf die Platte, sodass es funktioniert, Geräte noch? Ja, all das ist was, wenn man dann in einer Managed-Umgebung ist, muss man halt Aufschluss darüber erteilen, auf welcher Version bin ich gerade und man muss die Kontrolle darüber übernehmen. Stichwort Staging. Und dann wird das zunehmend zum Problem. Das kann ich nicht oft genug sagen.
Ja, und dann generell ist es halt so, ja, viele Herausforderungen, ja, und manchen ist das auch nicht so recht. Die möchten halt tatsächlich wirklich komplett die Kontrolle selber haben und das ist natürlich schon die Kontrolle auch in Teilen abgegeben, aus notwendigen Gründen, aber es ist sie halt abgegeben, ich verstehe es ja. Aber tatsächlich ist es auch eine sehr interessante Betätigung, die auch für die Anwenderinnen und Anwender von großem Vorteil sein kann. Dadurch werden vielleicht neue Sachen möglich gemacht. Für uns ist es aber auch viel Spaß. Ich habe es erlebt als interessant und vielseitig und ich kann wirklich bestätigen, da lernt man Linux nochmal auf eine ganz andere Art kennen, den ganzen Stack und Open Source insgesamt. Und das freut mich sehr, das freut uns sehr. Und das war's. Ich habe ein paar Minuten am Schluss übrig gelassen, also die jetzt gerne Q&A. Vielen Dank. Ja, direkt Fragen noch? Ja, bitte. Wie testet ihr konkret ein Gerät oder eine VM oder habt ihr Automatisierungsprozesse, um zu testen, dass euer Desktop so aussieht, wie er aussehen soll und das tut, was er tut? Also nicht der Ha, Desktop selbst, sondern ja. die Provisionierung, das Branding. Testen wir? Wer ist wir? Die Frage Ja. bitte einmal wiederholen. Die Frage war, ja, gerne. Die Frage war, wie wir testen, weil ich ja davon gesprochen habe und das auch in den Stagings besprochen habe, eine Testing Stage dort dargestellt habe zur Qualitätssicherung. Und da frage ich zurück, wer ist wir? Weil es ist so, wir stellen bereit, das Linux Client Management in einer Managed Umgebung für Anwenderinnen und Anwender in einem bestimmten Umfeld. Und wir geben damit den Kunden die Möglichkeit, selbst Testteams zu ernennen und Prüfprotokolle abzuarbeiten. Denn die Kunden wissen am besten, was funktionieren muss. Und da muss ich aber, ich denke mal, die Stoßrichtung der Frage war eher, testen wir automatisiert, testen wir manuell? Und Ja, also ihr passt ja an, ihr ändert ein Hintergrundbild, ihr genau. ändert irgendwas anderes. Ja, genau. Und diese Änderungen wollt ja ihr als Dienstleister auch. Richtig. Genau, und auch Anfrage des Kunden letztendlich auch. Ja, wobei die Rollout-Prozesse auch von Umgebung zu Umgebung variieren. Da gibt es zum Teil Vorgaben, da rollen wir gar nichts aus, sondern wir unterwerfen uns da tatsächlich. Da, ich muss sagen, über die halt zu testen. ich muss sagen, ja, es ist nicht ein Raum voller User, sondern es sind tatsächlich Test- und Kontrollgruppen. Allerdings ist es so, dass sehr viele Dinge, gerade Lifecycle-Sachen wie installieren, tatsächlich manuell durchgetestet werden. Gibt es weitere Fragen? So, jetzt mal direkt brennt jemand was auf der Seele. Ja, bitte. Leute sind damit nicht zufrieden oder so. Ja. Das ist ja Unsinn eigentlich bei Linux. Und da wäre es doch eigentlich auch eigentlich besser, wenn man seine Kraft da reinsteckt, dass das im Prinzip bei dem ersten Paketierer auch vernünftig bei der Ursprungsversion gemacht wird. Vielleicht soll ich das gerade noch mal zusammenfassen, die Bemerkung oder der Einwand oder vielleicht ein bisschen eine Gegendarstellung war. Ja, es gibt deswegen so viele Verteilwege, weil vielleicht in einigen grundlegenden oder sehr einflussreichen Linux-Distributionen nicht unbedingt jetzt die Bedingungen herrschen, dass man dies vermeiden könnte. Und da sollte man vielleicht auch mal bei diesen Distributionen auch vielleicht Veränderungen ins Auge fassen, die dazu führen, dass es nicht mehr nötig ist, so viele eigene Paketmanager zu haben. Und da kann ich jetzt auch nichts gegen sagen und ich kann ja auch nicht jetzt sagen, ich habe die endgültige Wahrheit. Das lasse ich sehr gerne unwidersprochen so stehen. Bitte, bitte. Wie unterscheidet ihr euch B1 gegenüber dem Univention Corporate Server? Direkter Produktvergleich, also Nein, ich denke, also ich weiß, ja, es kommt mehr vom ja. Identity Management her, aber Mhm. die machen halt auch, die tun auch die Clients drunter managen, geht
Wir haben uns, wir sind kein Gegeneinander. Also uns könnte man, wenn ich sage, wir integrieren Identity- und Access-Management-Systeme, ja, und so, ja, eben auch Store-Systeme und solche Sachen, also, würde mich freuen. Kann ich jetzt zwar nicht benennen, wo wir das mal konkret gemacht hätten, aber das wäre überhaupt kein Widerspruch. Ich denke, die widersprechen einander nicht. Ich denke, dass wir unterschiedliche Stoßrichtungen haben. Ja. Dann möchte ich bitten, weil wir jetzt tatsächlich, läuft uns die Zeit davon, ich bin heute und morgen am Stand. Ich freue mich, wir freuen uns auf Ihren Besuch und da beantworte ich auch gerne noch weitere Fragen. Vielen Dank. Auch tolle Diskussion. Danke sehr.